Hallo zusammen. Schauen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Thema Kreis und Kreisteile an. Folgende Angabe: Durchmesser eines Reifens ist gegeben mit 24 Zoll. Reifendurchmesser werden oft in Zoll angegeben. Wir wissen, ein Zoll sind 2,54 Zentimeter. Ja? Das ist angegeben, das muss man nicht auswendig wissen unbedingt. Wir wollen uns ausrechnen den Umfang eines Reifens und danach den Weg, den der Reifen nach 20 Umdrehungen zurückgelegt hat. Okay? Beginnen wir mit der Berechnung des Durchmessers. Wie kann ich mir den ausrechnen? D ist gleich. Der Durchmesser ist 24 Zoll. 1 Zoll sind 2,54 Zentimeter. Also muss der Durchmesser 24 mal 2,54 Zentimeter groß sein. Logischerweise. Wenn du das austippst, erhältst du 60 0,96 cm für den Durchmesser. Die meisten Beispiele lassen sich mit dem Durchmesser natürlich rechnen. Ich rechne mir gern dazu noch den Radius aus, egal ob man jetzt braucht oder nicht, aber Radius ist schon wichtig von einem Kreis. Wie kommt man zum Radius? Indem man den Durchmesser nimmt und durch 2 dividiert. Der Radius ist ja der halbe Durchmesser. Das sind dann 30,48 Zentimeter. Und je nachdem, wie ich möchte, rechne ich dann mit dem Durchmesser oder mit dem Radius weiter. Wir brauchen den Umfang. Wir können den Umfang jetzt ausrechnen, wenn wir wollen, mit der Formel d mal Pi. Das wäre in unserem Fall 60,96 mal Pi. Wenn wir Pi nicht am Taschenrechner haben, nehmen wir 3,14159. Das sollten wir auswendig können auf 5 Stellen, die Zahl Pi. Und erhalten für den Umfang 191,51 Zentimeter. Dasselbe kann ich natürlich auch, ist jetzt umständlicher, mit der Formel machen, Umfang ist gleich 2 mal r mal pi. Macht in unserem Fall keinen Sinn, nur der Vollständigkeit halber schreiben wir es auch dazu auf. Wäre halt dann 2 mal 30,48 mal pi und ergibt dann natürlich auch 191 0,51 Zentimeter. Der eine rechnet lieber mit D, der andere rechnet lieber mit R. Das ist egal. Das ist der Umfang des Reifens. Und wir wollen uns jetzt im zweiten Schritt ausrechnen, den Weg, den der Reifen nach 20 Umdrehungen zurückgelegt hat. Wie stelle ich mir das vor, die Strecke, die er zurücklegt bei 20 Umdrehungen? Er rollt quasi 20 mal seinen Umfang ab, wenn wir uns überlegen, das ist der Reifen und der Reifen dreht sich einmal genau herum und ist dann hier. Dann ist das Stück dazwischen von einer Umdrehung exakt der Umfang. Das heißt, eine Umdrehung ist der Umfang abgerollt. Das heißt, die Länge kann ich mir berechnen, indem ich 20 mal den Umfang rechne. Der Umfang 20 mal abgerollt. Ist logisch? Länge ist gleich 20 mal der Umfang 191,51
0,51 Zentimeter. Also ergibt das eine Strecke von 3830,2 Zentimeter. Und das wandelt man natürlich dann um auf Dezimeter oder in dem Fall auf Meter. Eine Stelle noch vor Dezimeter, zwei Stellen noch vor Meter. Also 38,30 Meter ist der Reifen gerollt, wenn er 20 Umdrehungen macht. Das mit dem Abrollen ist ganz wichtig. Eine Umdrehung, Umfang abgerollt. Und dann ganz einfach mal 20. Alles klar?